Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Happy Few und dem Beagle. So, ich habe jetzt eine Runde geschlafen, sodass wir tags haben. Ich habe mein Inventar aufgeräumt. Was wollen wir jetzt als erstes machen? Die Quest holen und dann werden wir uns die beiden Begrabungsstätten dort vorne holen. Was ist eigentlich mit den Häusern hier? Das sind verlassenes Haus, da war ich glaube ich schon. Achso, ich hatte mir Schuhe mitgenommen. Meine alten abgeranzten, aber besser als gar keine. Und ich habe ja im Moment, ehrlich gesagt, nicht den Elan dazu, wieder zurückzulaufen. You won't get away with this, Dr. Verloc. I've come to stop your evil scheme. You've fallen into my evil trap. What's going on? I can't move. Yes, Mr. Croker. It's my paralyzing ray. But wait. Here's Pitchy Carnahan with his special operations. Can't you read? No girls allowed. Even if one of those girls is a secret agent? You're an agent of the Special Operations Executive? Prove it. I've been inside Dr. Verloc's lair. Shh! Don't say that out loud. I've met Sergeant Stubbs. And I know what his favorite code is. Do you? All right, all right. You are a secret agent. Central needs Peachy to go on a secret mission. It's a very important, very dangerous mission behind enemy lines. Peachy? You can't expect me to let you take Peachy? I think we have to ask Peachy whether he wants to go or not. Don't we? He doesn't want to go, do you, Peachy? Oh. Oh. Well, that's very brave of you. No, of course, okay. Peachy. She had book. We all know there's a war on. Well, if we don't meet again, it's been an honor to command you. Safe travels, Peachy. He says he'll go with you. God be with you both. Oh Gott. Es tut mir jetzt irgendwie schon leid, der Arme. Aber sie ist auf ihre Weise wirklich sehr überzeugend. Wir gehen erst hier hin und dann dahin und dann mal sehen, was es da alles so gibt. I almost miss going to the reform club. I bet some of them could help. And they never ask awkward questions. But I'd have to be naughty nurse again, and I'm just not that. So, das ist Nummer 1. Das ist gar nicht so weit weg, muss ich sagen. Zack. Weil da könnten Taschenerweiterungen drin sein. Rekdistantente. Das war jetzt ehrlich gesagt sehr niederschmetternd, aber ist okay. Nee. Und auf der anderen Seite, ne? Ja. Sie ist viel geschmeidiger mit Schuhen unterwegs. Sehr schön. Dann machen wir noch den Abstecher zu denen kurz, um denen die Puppe zurückzubringen. Und dann ist gut. Zack. Ach, keine Ausdauer mehr. Oben da vorne sind rote Pflänzchen. Die möchte ich auch mitnehmen. Ja, ich habe genug Dietriche, das ist in Ordnung. Jetzt machen wir also Arses Quest quasi rückgängig. Inventarerweiterung, sag ich doch. Nein! Nein! Bloß nicht! Oh Gott. Ich will. So. Ja, habe ich jetzt. Aber jetzt habe ich, glaube ich, Waffen, die ich gar nicht möchte, ne? Nein, das stimmt so nicht. Ja, doch, doch eine. Das hier brauche ich auch nicht. Ja, gut, das ist okay. Ein Heilbalsam.
Okay, das reicht. Das reicht. Achso, ich muss ja auf die Karte. Nehme ich hier wieder meine Gleitluke. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Ansonsten geht's wieder ab zurück. We have completed our missions. Okay. So. Gehe ich überhaupt richtig? Ja, fast. Was? Das ist das Baumhaus, das ist sehr gut. Zum Glück sind die nicht mehr aggro, weil Tag ist. Irgendwo hier müsste dann auch mein... Jetzt haben wir doch erstaunlich viele Nebenquesten bei ihr Kindern vorbeigerannt. Da vorne. Hier ist mein Safety Room. Ich finde es so toll, dass das Baby mich nicht mehr nervt. Versteht mich, wie gesagt, nicht falsch. In der Realität wird es mit einem Baby nicht so laufen, ne? Aus diversen Gründen wird es so nicht mit dem Baby laufen. Und, ja. Da, ne? Ja. Hello, the yellow brick road. Sag, hast du das nicht sogar auch? Don't know. Out of the semi-darkness into, well, not that much better. Ich mag Lutzhorn nicht. Das ist ätzend bei denen. So. Aber ich will denn ihre Puppe halt noch zurückbringen. Das ist in Ordnung. Na ihr? Durchkramt ihr wieder Müll? Das ist in Ordnung. Ich habe ja alle Häuser auseinandergenommen. Stimmt auch das. Ich hoffe ich doch. Ich bin mir relativ sicher, dass ich auch diese Hausruine auseinandergenommen habe. So, das müsste hier vorne irgendwo sein, ne? Ja. Hier, ne? Ja, hier. Irgendwie auf dieser Seite. Oh, did you get our dolly? I did. And I don't think you'll have any more trouble with Johnny Bolton. That's wonderful. Do you want to stay for our show? We'll be able to start it in a few moments. Thanks to you. Oh God. Okay. When did my squirrel come home? Just now. Was denn? Ich darf nicht Show genießen. Don't disturb me. Bought, did you say? All these things. Oh God. Was ist denn da oben? Yes. Wie oben? Was ist oben? Was ist meine? Wie komme ich nach da oben? Gute Frage, ne? Wie komme ich nach da oben? Das sagt mir natürlich keiner. Ja, nach da oben muss ich, aber wie komme ich da hin? Nur hier irgendwie durch, ne? Ist nichts Besonderes. Okay. Aber wenn das so ist, meint die mich? Da irgendwie hin.
Ah. Okay. Interessant. Oh, shit. Ich glaube nicht, dass das gut war. Komme ich hier weg, ohne gesehen zu werden? Ich glaube gar nicht, ne? ja, ihr Lieben, ich würde mich gerne irgendwo verstecken. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Okay. Nicht aufmerksam geworden, die Guten. Kann ich das aufbrechen? Nein, kann ich nicht. Hm. Na? Nein, 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 lass mich durch! Nein, 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 lass mich doch durch! Okay. Das war ganz schön anstrengend jetzt. Wie viel brauchte ich dafür? 15? Ich muss wieder zu der Luke zurück. Ich habe das Gefühl, diese Luke zu finden, während ich gerade wegrenne, ist sehr stressig. Sag ich doch. Ja, natürlich, natürlich, natürlich machen sie alle mit. Haben ja nichts Besseres zu tun, die Penner. Lauf doch. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bleibe auf diesem Weg. Lauf! Was habe ich denn da überhaupt bekommen, dass das jetzt so heilig war? Boxschuhe. Okay. Das sind zumindest heilige Schuhe. Heile Schuhe. Heilige Schuhe. Das ist wirklich schneller. So. Das hat sich gelohnt. Oh, ich bin gar nicht eingeblendet. Ha, sorry. Einfach nur zur Sicherheit. So, wo will ich hier hin? Ja, zu dieser Luke möchte ich hin. Sie hat Blut an den Händen. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? No one knows it. Oh, my nose needs a bath. Ah. Kennt ihr das, wenn ihr so einen halben Mund habt? Vor allem, wenn es mein eigenes Haar ist. Okay, und jetzt geht's an die Grabungsstellen dran und dann können wir zum Kosmosgott gehen. Und ich glaube, die Grabungsstellen könnten echt geilen Scheiß für uns haben. Wie Taschenerweiterung nochmal. Hier ist direkt eine, die nehmen wir uns sofort. Aber die ist wirklich schneller mit den Schuhen. Könntest du mal näher dran gehen? Und nicht irgendwie 2 Meter davon entfernt buddeln und das funktioniert trotzdem? Bitte lass da irgendwas Tolles drin sein. Wir nehmen die da unten, weil die sind am weitesten entfernt von unserem eigentlichen Ziel. Eine Truhe, wo ich sage, nee, brauche ich nicht, sorry. Sie kann damit wirklich schnell rein. Das hat sich mal ernsthaft voll gelohnt, zu klauen. Warum versteckt man überhaupt heilige Schuhe da oben? Erinnerst du dich noch an das Brot, das wir hatten, als wir jung waren? Als es noch zu essen gab, als wir Joy genommen haben? Das war so schön. So, bitte lass da was Sinnvolles drin sein. Bitte lass da was Sinnvolles drin sein. Bitte lass mich nicht umsonst dahin laufen. Oh, ist doch geil. Einfach nichts Sinnvolles. Gut, da vorne ist die nächste. Ich habe auch keine Lust, das einzusammeln, weil langsam geht mir halt so generell der Platz aus und dann mache ich es lieber für Wichtigeres. Und das ist eindeutig nicht wichtig. Energiezellen. Ich habe mir bei Arthur immer so oft gedacht, Energiezellen sind so wichtig und dann waren sie es einfach nicht.
Also das ist jetzt schon die zweite Tour scheiße, aber ist natürlich bitter, ne? Okay. Jetzt muss ich trotzdem einmal durchgucken. Was hab ich denn hier? Okay. Ja gut, wenn ich sie verkaufen kann, dann nehme ich die wohl, ha? Huh? Das gewinnende Argument. Will ich eigentlich gar nicht. Ja gut, das war jetzt nicht ganz so sinnlos, aber schon irgendwie ein bisschen sinnlos. Nur ein ganz klein bisschen, ja? Nur ein ganz klein bisschen sinnlos war das. Egal, wir gehen jetzt auf straighten Wege. Zurück zum, hierhin halt. Und dann können wir zum Kosmosgott gehen. Ob das so eine strange Mission wird wie die Süßkartoffel? Das würde mich amüsieren, wenn ich ehrlich bin. Lala. Dass die Zäune so episch hochklettern kann, das ist Wahnsinn. Und dann balanciert sie auch noch so auf dem Rand. Das ist genau hier vorne. Wollt ihr mich verarschen? Das konnte ich selbst nicht sehen. Bist du denn blind? Oder ist das so gemacht vom Spiel, dass man die nicht sieht, wenn man die Grabungsstätte nicht auch wirklich kennt? I don't know. Wenn ich überlege, dass ich das alles auch nochmal mit einem dritten Charakter habe, finde ich das voll uncool, wenn ich ehrlich bin. Ich habe heute den ganzen Sonntag tatsächlich nichts anderes gemacht, außer zwischendurch ein Nickerchen zu machen. Als ich festgestellt habe, dass ich sehr viele Folgen zu laut habe vom Spielesound her. Oh Gott, ey, das war so sinnlos. Also We Happy Few zu machen. Und ich habe das Gefühl, ich habe hier einfach fast gar nichts erreicht, weil ich immer nur von A nach B nach C nach D gerannt bin. Und man mir immer neue Aufgaben gegeben hat. Mein einziger Erfolg war, dass das verdammte Baby jetzt alleine klarkommt. They've already started. I've got to get to the poison before they will take it. Sally, your customer relations leave something to be desired. This isn't your home. Oh, Gwen, you'd never believe the day Mummy's had. Will do. Shit. Wie? Was wollen die von mir? Da komme ich auch nicht rein. Moment, da stimmt doch was nicht. Die wollen irgendwas von mir, was ich gerade noch nicht. Ja, ja. She is loud and stubborn. Her feet abide and not in her house. Ah, er hat Honig mit dabei. Das nehme ich doch gerne. Na, wie geht's so? Aua. Okay. Sie sehen alle sowieso so sick aus irgendwie. Hier? Nein. Okay. I've talked to the transcended, both humans and aliens. Trust me, I would have been happy to stay up there, but if I had, I could tell you the good news. I'm not talking about mine. Was verstehe ich hier gerade dran nicht? Okay, what I'm talking about might look like Marden to the cowards. Da oben, wie soll ich denn da oben hinkommen? I'm talking about leaving the flesh behind. Throwing it overboard. How can you float up to the pickup vehicle if you're way down the bag? Aua, jetzt bin ich wieder unten. Das kann nicht sein, ich muss doch irgendwo hier reinkommen. Aua. Also hier im Vordereingang komme ich nicht rein. Oh, das ist ein Fenster. Ja. Nee. There's no punishment except how you're already being punished. Natürlich. There's no you already feel like you're being. Natürlich ist da eine Falle. You just want to say you don't
diesem Haus geschehen immer komische Dinge. Kann ich... Warte mal, was habe ich zum Werfen? Let's go, let's get those cups out to everyone who wants some. This is our test of faith, my friends. We hate this world. We all hate this world. We hate living in this flesh bag, knowing our higher purpose. But do we hate it enough? Anyone can say, sure, I hate living in a flesh bag. But then you say to them, well, don't they? And they're scared. They're scared to jump. These heels are killing me. Okay. Das wollte ich nicht, Leute. Das wollte ich nicht. Kann ich das deaktivieren? Ich kann die Glasflaschen benutzen. Ist das Glas oder? Jesus Christ said. Nein. Aua. Habe ich nicht gesehen. Alter, sag mal, seid ihr bescheuert? Oh Gott, ich habe keine. Habe ich hier irgendwo Flaschen zum Nehmen, oder? Hier. Und die wissen schon genau, dass man auch daneben wirft. No one's talking about martyrdom. Okay. What I'm talking about might look like martyrdom to the coward. Ach Gott, was verletze ich mich denn dabei immer selbst? Egal, was hier uns in diesem Haus erwartet, schauen wir uns nächstes Mal an. Es scheint keine Drogenhölle mehr zu sein. Aber was anderes dumm. Ich hatte mal so viele Flaschen. Wirf doch. Ja, nimm doch die Flasche. Ach so, da kommen dann Pfeile angeschossen. Okay. Penner. Oh Gott, das wird immer witziger. Also haut rein.